Wieder Zimmermann. Er hatte die große Möglichkeit. Spiel geht weiter. Tor, Tor. Und das ist die Führung für ja. den VfB. 1:0. Der Mann mit der 19 macht die Führung. Warum nicht endlich mal so ein Diagonalball? Der kommt durch. Und das ist die Riesenmöglichkeit. Und das ist der Ausgleich. Da Ferner mit dem 1:1 nach einer halben Stunde. Dynamo versucht sich 30 Minuten lang durchzukombinieren. Und dann sagt sich der Ehlers, ich überspiele einfach mal die gesamte Mannschaft des VfB mit einem Diagonalball. Super Ball durchgesteckt und das ist die Führung für Dynamo Dresden. 2:1. Seo macht das 2:1 in der 84. bzw. 85. Minute. Schon sein 6. Treffer in der Vorbereitung für Dynamo Dresden. Saliga. Saliga, Schlosser, rutscht da durch. Jetzt ist er drin. 3:1 für Dynamo Dresden. Schlosser mit dem Fehler und Kutschke staubt dann nur noch ab.